Das Walderlebniszentrum Ziegelwies ist ein grenzüberschreitendes Interreg-3-Projekt und bietet seinen Besuchern ein geschütztes Wald- und Augebiet sowie einen Baumkronenweg und ein Ausstellungszentrum. Und jährlich wird hier das Ausstellungszentrum und das ganze Gebiet eben von tausenden Besuchern frequentiert. Und heute ist ein ganz besonderer Tag. Der 1 millionste Besucher ist soeben durch den Baumkronenweg gegangen. Das ist absolut eine große Freude für uns vom Verein, weil insbesondere auch deswegen, weil wir im Juli 2017 hatten wir den 500.000. Besucher und jetzt also 5 Jahre später den 1 millionsten. Und das freut uns natürlich sehr. Ja, das war jetzt ein erfreuliches Ereignis, natürlich den 1 millionsten Besucher begrüßen zu dürfen bei uns auf dem Baumkronenweg. Und da sieht man eigentlich doch den Zuspruch und wie die Anlage angenommen wird und natürlich auch Waldpädagogik sehr wichtig ist und gerade bei Familien mit Kindern ist das natürlich hervorragend, wenn man solche Möglichkeiten hat, wie bei uns im Au- und Bergwaldpfad, solche Sachen eben zu besuchen. Und der Baumkronenweg noch mit dabei, ein bisschen aus der Baumwipfelhöhe entgegen, über die Bäume so drüber zu schauen, ist sicherlich ein spektakuläres Erlebnis. Und man hat es jetzt eigentlich gesehen bei den Besuchern, was sie natürlich für eine Mordsbegeisterung mitbringen. Auf alle Fälle. Also mich freut es immer wieder, dass wir so viele Besucher haben und vor allem auch, dass der größte Teil sehr, sehr glücklich rumfährt und sieht, wir haben einen super Tag in der Natur verbracht. Sie sind der 1 millionste, vielmehr der Sony-Mann, der Mika. Was haben Sie da für Gefühl jetzt? Erstmal überwältigt und dass wir jetzt das 1 millionste Besucher sind, ja, das ist schon was Besonderes. Den Baumkronenweg, sind Sie das erste Mal hier? Genau, wir sind heute zum ersten Mal hier gelaufen. Was hat Sie bewogen, dass Sie gesagt haben, okay, heute machen wir einen Ausflug einmal ins Walderlebniszentrum? Wir sind tatsächlich mit unseren Nachbarn hier im Urlaub auf dem Campingplatz und die waren hier letztes Jahr schon mal und haben gemeint, okay, mit kleinen Kindern, perfekt. Ja, und dann sind die jetzt zurückgefahren und wir haben gesagt, wir wollen hier gerne nochmal hochlaufen. Der Baumkronenweg ist ja ganz was Besonderes, grenzüberschreitend zwischen Tirol und Bayern. Ein Baumkronenweg, wenn man da geht, welches Gefühl hat man da? Haben Sie ein bisschen Angst gehabt, wie Sie da drüber sind? Ja, ich habe sowieso Höhenangst, aber das geht noch. Aber wenn man da über die Wackelbrücke läuft, ist schon, ja. Und wenn man natürlich da runter guckt, der Auwald mit den interessanten Erlebnispfaden, speziell jetzt für Kinder. Also haben Sie den schon ausprobiert? Ja, den sind wir da vorgegangen. Dann haben wir was gegessen und jetzt wollten wir noch hier oben langlaufen. Welchen Eindruck nehmen Sie jetzt mit nach Hause? Schwer zu sagen, aber grundsätzlich überwältigend. Dann kommt man sich einfach mal ja, klein vor. Und einfach sagen kann, ja, es ist schön und man sollte auf die Natur einfach aufpassen. Es geht eigentlich hauptsächlich darum, Kindern, aber auch Erwachsenen den Wald näher zu bringen. Die Schutzfunktionen vom Wald, wofür gibt es einen Wald, wer wohnt alles im Wald. Ja, das ist die erste Funktion von unserem Walderlebniszentrum. Wie läuft es konkret ab, den Wald näher bringen? Kann man da gewisse Lehrpfade etc. Begehen? Genau, also wir haben eine ganz besondere Natursituation und zwar haben wir einmal den Auwald und gleich neben der Bergwald. Es sind ja sehr verschiedene Baumarten im Auwald und im Bergwald und da gehen unsere Erlebnispfade und man lernt einfach auf spielerische Art und Weise zum Beispiel eben die Schutzfunktionen vom Wald bei Lawinen oder das Wald Wasser filtert, wer alles im Auwald wohnt, was besonders ist an den Baumarten im Auwald, das lernt man spielerisch bei uns auf den Erlebnispfaden. Für Kinder ein Eldorado. Genau. Also es ist halt einfach so, dass der Boden ganz lehmig ist. Man kann hier barfuß laufen. Dann gehen ein bisschen so Seitenarme vom Lech durch. Da kann man sich mit dem Floß drüber ziehen oder drüber hangeln. Ist einfach ein bisschen mehr Wasser im Spiel. Und man muss nicht so steil aussteigen wie im Bergwald. Deswegen ist der Auwald sehr beliebt. Und im Bergwald, was wird da geboten?
Gut, im Bergwald haben wir verschiedene Riesenschaukeln, so Affenschaukeln. Dann kann man schauen, wie weit springt der Hirsch und kann sich vergleichen, wie weit kommt der Mensch, wie weit springt die Maus. Ja, und sind einfach auch ganz viele Tierspuren zum Entdecken und einfach die speziellen Bewohner vom Bergwald. Am Anfang hat man kleine Brötchen gebacken, man hat halt einmal klein angefangen mit dem Auwald und mit dem Bergwaldpfad. Und dann hat man sich natürlich überlegt, welche Attraktion könnte man noch dazu draufsetzen, dass noch ein bisschen was Spektakuläres auch noch mit dazu kommt. Das waren ja große Visionen. Es waren ja da schon Überlegungen bis nach Bad Faulenbach mit einem Steg, das alles zu erschließen. Hat uns dann halt die Kostenwahrheit eingeholt. Wir haben halt dann gesehen, dass es finanziell sehr schwierig ist, die Mittel entsprechend aufzubringen. Und dann hat man sich entschieden für den Baumkronenweg. Man hat damals nach einer Attraktion gesucht hier für das Walderlebniszentrum Füssen. Es gab den Auwaldpfad und dann den Bergwaldpfad. Und dann hat man gesagt, jetzt braucht man natürlich noch ein Highlight. Und das ist dann ist der Baumkronenweg entstanden. Das Ganze kostet natürlich auch eine Menge Geld, nicht nur der Bau, auch die Erhaltung. Das Ganze finanziert sich ja durch einen sogenannten Trägerverein, oder wie sieht das konkret aus? Ja, also der Trägerverein unterhält das hier alles. Wir nehmen ja hier nur Eintritt von den Erwachsenen. Die Kinder sind Eintritt frei, dann ist auch das Parken Eintritt frei und auch der Besuch vom Bergwaldpfad und vom Auwaldpfad ist kostenfrei. Also nur die Erwachsenen zahlen hier für den Besuch des Baumkronenwegs eine Gebühr und aus diesen Gebühren tun wir uns praktisch finanzieren. Wir müssen ja auch wieder Rücklagen ansammeln, wenn der Baumkronenweg renoviert werden muss und da fallen dann größere Summen an und da brauchen wir also diese Einnahmen sehr, sehr dringend. Wie ist denn eigentlich der Besucherandrang? Nach wie vor so gut wie seit eh und je? Ja, der Besucherandrang ist erstaunlicherweise sehr gut und wir haben ja immer noch die Kasse auf Tiroler Seite geschlossen, weil musste man ja seit den letzten 2 Jahren aus diesen Pandemiegründen wegen Corona. Und jetzt überlegen wir uns natürlich schon, hier wieder die zweite Kasse auch zu öffnen. Dann gibt es natürlich wieder Begegnungsverkehr. Wie jetzt, und es war im Frühjahr dann etwas mehr ausgeschlossen, aber es hat auch trotz der einen Kasse sehr gut funktioniert und auch dann mit dem Begegnungsverkehr, beziehungsweise eben dann hier, wenn die drüben dann rausmarschiert sind und dann wieder am Parkplatz zurück. Vielleicht ganz kurz noch Corona-bedingt, wie hat sich das jetzt Ganze auf den sogenannten Baumkronenweg, beziehungsweise das Ausstellungszentrum ausgewirkt? Also überraschenderweise hat sich die Corona-Geschichte nicht negativ ausgewirkt. Wir hatten also genauso Besuche wie sonst die Jahre und auch jetzt auch wieder. Und man sieht es ja, wenn wir jetzt denken, 2017 der 500.000. Besucher, jetzt der 1.000.000. Also im Jahr circa 100.000 Besucher. Und das ist eine sehr stolze Zahl. Es war am Anfang natürlich, ist es diskutiert worden auf Gemeindeebene mit den Agrargemeinschaften und hat man halt einmal geschaut, ausgelotet, grenzüberschreiten aus dem einen Grund wegen den EU-Mitteln, dass man die auch zielführend und alles erreichen kann und auch abschöpfen kann. Das war am Anfang sicherlich alles ein bisschen, ja, die Vision und man kennt ja das, wie das immer am Anfang ist, alles ein bisschen schwierig. Aber dann, wenn man gesehen hat, eben, dass es für den Tourismus und für das Ganze natürlich sehr gut ist und natürlich grenzüberschreiten und ich bin immer ein Brückenbauer gewesen in meiner Funktion auch als Bürgermeister, mit meiner Nachbarbürgermeister, im Allgäu mit den Kollegen haben wir eigentlich immer Ideen gesponnen, grenzüberschreitend und über den Tellerrand hinausgeschaut. Und man sieht eigentlich, dass es so fürs Außenfahren sehr wichtig ist und auch eine große Chance ist, Waldpädagogik eigentlich mit wenig Aufwand auch unseren Gästen, unseren Einheimischen, unseren Familien auch entsprechend da bereitzustellen. Und der Zuspruch ist sehr groß. Wir haben in der Gemeinde Binswang drüben die Parkplätze gemacht. Also das war sicherlich damals alles nicht ganz einfach. Auch mit Naturschutz, Natura 2000. Aber miteinander ist alles möglich gewesen. Und wir haben die ganzen Kräfte hat man gebündelt und somit hat man halt dann das alles geschaffen. Das war eine weise Entscheidung, wenn man es jetzt sieht und vor allem auch, wie das ganze Walderlebniszentrum angenommen wird. Wir haben dann ja auch noch drinnen die Ausstellung, die wir jetzt seit voriges Jahr eine neue Ausstellung haben. Unser Wald, nur empfehlenswert und so ist hier immer was los. Dann haben wir noch den sehr guten Waldimbiss, wo man gut Brotzeit machen kann. Das gehört ja alles dazu. Also wir haben jetzt seit dem 1. Oktober letzten Jahres ganz neue Ausstellung, die heißt Unser Wald. Geht natürlich wieder um Wald und Bäume. Ist eine Duftorgel drin, dann ein Kaleidoskop, wo man sich fühlt, wie wenn man im Wald baden würde. Man kann verschiedene Naturfarbstoffe vom Wald entdecken und natürlich die verschiedenen Baumarten nochmal.
Und jetzt zu guter Letzt natürlich das Highlight der ganz besonderen Art, dem sogenannten Baumkronenweg. Ich kann mir vorstellen, also der ist besonders beliebt. Auf alle Fälle. Wobei ich immer sage, der Baumkronenweg allein nichts wäre es nicht und das Walderlebniszentrum mit der Pfade wäre es nicht. Das ist einfach diese Kombination von diesen beiden Dingen, macht das Walderlebniszentrum so besonders. Abschließend, gibt es für Sie irgendwelche Zukunftsperspektiven, Wünsche etc., Anregungen? Ja gut, also wir müssen natürlich schon, der Baumkronenweg ist ja fast nur aus Holz errichtet, oder? 2013 war die Eröffnung und da müssen wir einfach ganz scharf dahinter bleiben, ihn eventuell noch größer renovieren bzw. vielleicht sogar erweitern. Das wäre schön. Damit, dass wir nicht vergessen, Baumkronenweg, wie lang ist der und wie hoch ist man? Also an höchster Stelle ist man auf Ursa 20 Meter, im Gesamten hat er knapp 500 Meter Länge. Und auf 16 Meter darf man die Landesgrenze überschreiten, in luftiger Höhe. Also wenn man jetzt rückwirkend das ganze Revue passieren lässt, und es war jetzt heute wieder ein freudiges Zeichen, wo man wieder gesehen hat, also es wird jetzt so nach der Corona-Zeit wieder, es läuft wieder alles gut an und die Besucher waren noch unter der Corona-Zeit da, haben auch die Familien das besucht, das Walderlebniszentrum, wir haben ja die Ausstellung alles neu gemacht, also man hat jetzt wirklich viele Synergien neu geschaffen und die Ideen gehen immer weiter und irgendwann kommen wieder andere Leute, die vielleicht auch wieder Ideen einbringen und wichtig ist nur, dass alles lebt und dass es grenzüberschreitend miteinander lebt und das glaube ich dann doch das Beste, wenn man sieht, dass man das Geld gut angelegt hat und auch die öffentlichen Mittel entsprechend gut angelegt sind und gut eingesetzt worden sind.